Hi, ich bin Marc und ich will euch heute im Teil 2 meines neuen Kochsets zeigen, wie ich das ganze Teil benutze. Vor allem will ich aber heute den Holzvergaser ausprobieren. Ich habe den Holzvergaser hier einmal komplett zusammengesetzt, unten drunter auch mit der Perlitplatte, um rauszufinden, wie warm oder wie kalt es wird unter dem Teil. Habe ich hier einen, wie heißt das, GM900, ein Thermometer, ganz einfach, ein Thermometer mitgebracht. Das sagt mir gerade, wir haben es hier 23,5 Grad, 23,9, und damit kann ich einfach von der Entfernung auf die Gegenstände zeigen und dann weiß ich, wie warm die sind. Das heißt also, ich kann nachher sagen, ob ich das Teil von unten anfassen kann oder nicht. Das ist ganz gut. Falls es mir hier oder falls das Teil zu heiß wird oder hier irgendwo irgendwas anschmorgelt ein bisschen, habe ich hier noch ein bisschen Brackwasser hier aus dem Bach und hier auch noch 1,5 Liter Trinkwasser, sodass, falls mir hier irgendwas anfackelt, dass ich das gleich löschen kann. Dann habe ich auch noch eine Tüte bei, also falls hier irgendwas Größeres passiert, kann ich direkt hier, der Bach ist ganz in der Nähe, kann ich da hinlaufen, viel Wasser holen und dann kann ich das hier ablöschen. Aber hier ist auch eine offizielle Grillstelle, insofern glaube ich nicht, dass hier was passiert. Ich habe hier auch geguckt, der Boden ist einigermaßen feucht, also ist nicht total trocken, insofern geht das auch gut. So, ich habe mir, das habt ihr ja gerade schon gesehen, ich habe mir Holz fertig gemacht. Ich habe mir hier auch ganz kleines Holz fertig gemacht. Da sind hier auch Feathersticks dabei und ganz kleines Holz. Ja, jetzt werden wir den Holzvergaser einmal anfeuern und dann mal schauen, wie das Ding funktioniert. Bin sehr, sehr gespannt. Okay. In den Flammen irgendwas 400 ein paar geknickte Grad, ja, 430 sagen wir mal. Außen, also unten außen 182. Oben, außen 330. So, und jetzt bin ich gespannt unten drunter. Ah, hier kann man schon sehen, hier ist ein richtiger Kreis, wo der Ofen gerade stand. Also diese Perlitschicht ist einfach zu dünn.
Das bringt's nicht. Gut. Erste Zwischenbilanz. Also, der Holzvergaser funktioniert richtig gut. Der macht mir richtig Spaß. Die Perlitplatte, die drunter ist, die ist leider, entweder sie ist wahrscheinlich zu dünn, hat zu wenig Dämmung. Also ich habe unten drunter das Stück, wo das gerade hier auf der Bank saß, ist ein bisschen angekokelt. Also ja, nicht der Erfolg, den ich eigentlich haben wollte, aber hey, ist so. Jetzt weiß ich's. Auf den Boden stellen, Boden gut wässern, mache ich hier mit meinem Brackwasser und dann kann da auch nichts passieren. Na gut, aber zieht wie Sau das Teil, funktioniert gut und jetzt wird gekocht. Ich habe mega Hunger jetzt schon wieder und jetzt wird gekocht. Und das gibt es heute bei mir zu essen. Garnelen, die werde ich kurz anbraten, Knoblauch reinmachen. Ja, mit Knoblauch anbraten, ein bisschen Öl. Diese zwei Sachen hier, das ist so eine, solch ein chinesisches Fertigessen. Aber da ist ein gewürztes Öl drin, da sind ein paar Gewürze drin. Da ist auch ganz viel Glutamat drin, das werde ich gerade wegschmeißen. Und damit ich diese angebrutzelten Garnelen, diese gekochten Nudeln hier zusammenmischen mit etwas Limette, Ingwer, Zitronengras, das werde ich mitkochen und Tomaten garnieren. Mein Essen ist fertig. Ich habe jetzt auch richtig Hunger. Da oben drauf waren ja noch zwei Scheiben Limetten. Das mache ich mir jetzt hier noch ein bisschen drüber. Da oben drauf in dieser Packung dieser Fertignudeln waren noch getrocknete Zwiebeln. Die habe ich da auch einfach drüber gekippt. Und upsa. Das Ganze garniert habe ich noch mit den Tomaten, die ich mitgebracht habe. Da habe ich mir zwei farbige rausgesucht, weil die einfach schön aussehen. Guten Appetit. Ja, ganz lecker. Die Nudeln sind leider total verkocht. Die brauchen echt viel kürzer. Hätte ich nicht gedacht, aber Reisnudeln. Oh, bis auf die verkochten Nudeln, sehr geil. Sehr geil. Erinnert mich ein ganz klein wenig an Pad Thai. Ja, da fehlen die Eier drin. Und die Soßen, also diese Thai-Soße. Aber für eine Outdoor-Variante mit Garnelen, gar nicht schlecht. Das Fazit zum heutigen Tag. Test meines Holzvergasers. Man kann mit dem Teil kochen. Es funktioniert gut. Die Perlitplatte unten dran ist scheiße. Ganz einfach. Hält die Wärme nicht ab. Das ist das eine, aber was noch viel schlimmer ist, dadurch, dass die Perlitplatte direkt drunter ist und innen drin die Brennkammer direkt darüber ist, wenn da in der Brennkammer ein bisschen Asche drin ist, dann zieht er nicht mehr. Schön.
schöne Idee, aber funktioniert leider nicht. Da muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Ich habe den jetzt im Moment auf 3 Holzstöckchen stehen, sodass er ein bisschen mehr Luft kriegt von unten. Ich zeige euch das gerade mal. Da könnt ihr das sehen. Und unten drunter, da habe ich halt jetzt Wasser hingekippt. Gut, also ich muss noch ein bisschen üben mit meinem neuen Holzvergaser. Ich muss auch ehrlich sagen, ihr könnt das vielleicht sehen, ich bin total dreckig, weil klar, das Geschirr ist natürlich total dreckig und ich habe gerade den Topf von innen ein bisschen sauber gemacht und ich bin außen an den Topf rangekommen. Hey, meine Herren, also naja, gut, ich muss ein bisschen üben mit meinem neuen Kochgeschirr. Ich werde mir jetzt gleich noch einen Kaffee machen, hier zusammenräumen und wieder nach Hause fahren. Ja, aber den Kaffee werde ich mit Spiritus machen. Weil die Tasse ist noch nicht total versaut. Sehr gut, alles klar, gut. Mein Nachmittag und Abend ist vorbei. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Hat mir Spaß gemacht heute. Ich fand es ein bisschen anstrengend, weil ich viel üben muss mit dem Holzvergaser. Ich habe meine Hände wieder einigermaßen sauber gekriegt, aber ich muss mit dem Titangeschirr echt noch ein bisschen üben. Das war anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Und ja, der Sonnenuntergang hinter mir, ich kann den in der Spiegelung der Linse sehen, ist ja mega geil. Mit dem werde ich mich von euch verabschieden. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bestimmt wieder. Bei euch auf dem Kanal, bei mir auf dem Kanal oder irgendwo hier draußen im Wald. Alles klar, macht's gut. Ciao.